Na denn, uff zum letzten Gefecht. Nur mit einer Pistole bewaffnet ziehen wir jetzt durch die letzten Korridore von 4 und werden von Tintengeistern angegriffen. Ist wie auf Zielscheiben schießen. Ist genauso einfach. Noch mehr Zielscheibengeister. Zielscheiben-Tintengeister. Sodele. Wir nehmen noch einen Verbandskasten mit. Auf die letzten paar Minuten kann das sicherlich nichts schaden. Das sind diese 4 komischen Blöcke, die man da kaputt machen muss. Nee, das geht so noch nicht. Ich glaube, ich muss da erst da diesen Lift hoch. Ja, genau. So, Kontrollpunkt mal wieder. Und ich glaube, hier können wir die Teile aufmachen. Und zwar... Hallo, wo ist das hin? Da können wir das aufmachen. Wir nehmen auch die Maschinenpistole mit. Jetzt machen wir es hier an. Diese 4 Blöcke fahren nach oben und werden dann von mir zu Klump geschossen. So, ich glaube, das war's mit dem Generator. Und wir sollten schnell abhauen. Ja, das ganze Gebäude scheint in die Luft zu gehen. Und noch mehr Geisterchen. Okay. Sind natürlich alle kein großes Problem für mich. Ein größeres Problem ist eher diese wackelige Steuerung jetzt, die durch die ganzen Detonationen hier auftritt. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich im gesamten 4 Spiel durchgemacht habe. So, da ist schon auch wieder der Lift, der uns dann weiter nach oben bringt. Ich hoffe, wir erreichen die Oberfläche noch heile. Ja, ich werde schon wieder tausendfach in MSN angeschrieben. Zum Glück habe ich auch lautlos gestellt. So, wo ist denn der dicke Typ hin? Oh, das scheint ein ganz anderes Tor zu sein. Also so richtig beeindrucken mich diese Geister ja nicht, ne? Also da müssten die sich schon was Besseres einfallen lassen, als langsam auf mich zuzusegeln. Meine Waffe wackelt komisch. Ich weiß nicht warum. Aber wir gehen erstmal in ein neues Intervall. Intervall Vergeltung. Ich glaube, das ist auch das letzte Intervall, wenn ich weiß. Bis natürlich auf den Epilog. Der ist dann, glaube ich, Intervall 12. Logischerweise. So, wir können mal die dicke Repetierkanone nehmen, aber ich glaube, das ist auf diese Distanzen nicht sehr angebracht. So, wir sind auch schon fast draußen. Alles bricht hier irgendwie zusammen. Ich sollte hier ganz schnell abhauen. Ach, den Hammerhead, den... Ach, dann, den lassen wir mal stecken, mein Gott. Ist jetzt nicht so, dass wir den noch brauchen. Da kommen wieder neue Geister an. So richtig viel Wumms hatten die nicht. Aber ich sehe schon mal draußen was. Na, da höre ich da auch schon wieder was. Ich werde umzingelt. Du bist weg. 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 Wunderbar. Ich fühle mich wie ein echter Ghostbuster. Nur ohne diese Schnappfalle. Touché. Da höre ich doch noch was Wetteres blubbern hier. Oh. Ach, ich wollte schon gerade mit diesem dicken Ding da auf die Geister schießen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr ungemütlich geworden.
Ich erinnere mich ja noch, als ich in Part 23 oder so diesen Assassinen mit dem Repetiergewehr abgeschossen habe. Junge, Junge. Das war schon ein ziemlicher Schock. Tja, natürlich habt ihr keine Chance gegen mich. Ich nehme auch ein bisschen Maschinenpistole mit. Mannskasten. Natürlich. Noch mehr komische Winde, aber die werde ich jetzt erstmal gekonnt ignorieren. Und theoretisch brauchen wir eigentlich gar keine Waffen mehr aufnehmen. Wir haben alles, was wir brauchen. Spielwaffe, Pistole und Maschinenpistole, das reicht schon irgendwie. Da liegt noch eine zweite Pistole, ne? Dann nehmen wir die mal mit. Dann sind wir Dual-Wield. Dual-Wielding. Okay, da kommen wir nicht lang. Dann denke ich mal, dass das Spiel von uns verlangt, dass wir hier runter sollen. Ich glaube, jetzt kommen waren ganze Horden von Geistern an. Endlich auf. Aber ich muss nachladen. Geht doch mal alle weg. Oh, was ist das? Ich falle. Ich glaube, ich sollte fallen. Das war jetzt. Wow. Junge, Junge. Das war jetzt mies. Puh. Na, wir hatten auch damit gerechnet, bitte, ja. Ich warte nochmal kurz, bis die Talschule voll ist. Und. Jo. Es knistert Ich schon wieder. wollte vergessen. Und wir sind jetzt in einem brennenden Gebäude. Und ich höre wieder. Oh mein Gott. Hallo, Alma. Geh weg, Alma. So, wir steppen mal durch diese Tür hier. Hallo Alma. Geh bitte weg. Vielen Dank. Du wurdest hier geboren. Nanu? Genau hier. Ich war Jetzt sind wir im Raum, der uns ja schon so sehr bekannt ist. Lass mal durch hier, oder? Alma. Da ist alles tot jetzt. Da ist Alma. Ich glaube, wir müssen Alma in den Kopf schießen. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Gib ihn mir zurück. Gib mir mein Baby wieder! Okay, ich denke, das war auch jetzt wirklich das Schlimmste. Du wirst Gott unter Menschen sein. Bringt sie zum Gewölbe zurück. Nein! Project Origin. Mein Baby. Tja. Ich weiß, wer sie sind. Nichtsdestotrotz müssen wir langsam von hier abhauen. Dazu wird uns dieser unglaublich hässliche alte Lift helfen. Und ich denke mal, wir können hier raus. Wir sind am Ende. Wir sind wieder an der Oberfläche und Heilige. Oh nein. Verdammt, was ist das? Diese Druckwelle wird mich nicht aufhalten. Ich werde dagegen ankämpfen. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Mach schon. Ich hab's gleich. Nein. Nein. Heilige. Epilog. Wir haben quasi
4 durchgespielt. Da ist er. Zum Glück gibt es dann noch einige Personen, die mich da retten kommen. Wie zum Beispiel diese eine Koreanerin, glaube ich. Sung Ki-yo-hung oder so. Aber der andere, der ist irgendwie verschollen gewesen. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. Aber eine ganz schöne Explosion. Was ist das? Hallo. Tja, das ist das offene Ende von 4. Theoretisch würde es jetzt weitergehen mit 4 Extraction Point und 4 Purchase Mania oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich guck mal nach, ob ich das vielleicht auch noch irgendwann mache. Im Moment habe ich jetzt nur die normale 4-Version, aber ich glaube, irgendwo bei Mediamarkt nebenan finde ich das für 10 Euro, diese goldene Edition, wo dann halt alle drei Teile drin sind. Und dann werde ich vielleicht, wenn es im Moment dann noch interessieren sollte, das auch noch anbringen. Jedenfalls freue ich mich einmal, dass ich dieses eigentlich gottverdammte Let's Play geschafft habe, woran ich jetzt mittlerweile schon ein fast halbes Jahr sitze und mir halt immer und immer wieder die Lust verging, das wirklich konstant durchzuziehen, unter anderem, weil es halt ein unglaublich bekanntes Let's Play ist, was schon 5 Milliarden Mal gemacht wurde und naja, durch die fehlende Abonnentenanzahl und durch die fehlende Bekanntheit, weil das ja auch mein erstes Let's Play war, blieb das dann natürlich ganz hinten. Ja, ich würde mich dann erstmal bei den Leuten bedanken, die dieses LP trotz aller Häufigkeit dennoch bis zum Schluss angeguckt haben. Und schaut euch auf meinen anderen Channel, auf meinen anderen Videos um, schaut die anderen Channels an, die ich abonniert habe. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns zu einem neuen Let's Play in naher Zukunft. Bis dann, Leute!